So, meine Lieben, weiter geht's. Sonic has passed Act 3. Und weiter geht's. Ich glaube, jetzt müsste. Oh ja, jetzt müsste der ganz, ganz schlimme Akt kommen. Wir gucken mal. Ich habe nur sehr, sehr negative Erinnerungen daran. Etwas traumatisch, aber gucken wir mal. Ist es. Oh, es ist Labyrinthzone. Es ist wahr. Ich hab's nicht falsch in Erinnerung. Das ist ganz schlecht. Ja, ne, also Labyrinthe, ne? Ihr wisst ja, also wer meinen Kanal aufmerksam verfolgt, weiß, was ich für eine Beziehung zu Labyrinthen in Spielen habe. Ich glaube, es gibt für mich nichts Schlimmeres als Labyrinthe. Und dann ist es auch noch unter Wasser, ne? Das heißt, es besteht eine realistische Chance, dass ich hier absaufe. Das heißt, ich muss mich beeilen und dann immer so schnell wie möglich zu den, ja, Blasen hier kommen. Ja, ihr habt schon die Musik ganz kurz gehört, diese Ertrinken-Musik. Da muss ich auch mal ganz doll aufpassen, dass ich nicht zu langsam bin. So. Ja, gut, läuft aber ganz, ganz in Ordnung. Ist halt alles unter Wasser etwas langsamer, ne? Aber ist ja klar. Aber wenigstens sieht es schön aus hier, ne? So eine schöne versunkene Ruine, wo wir wahrscheinlich dann ertrinken werden. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich hoffe nicht. So. Na, also ich nehme auch immer jede Luftblase mit, die ich finden kann, weil man darf da nicht zu übermütig werden. Kommt der Typ denn her hier? So, Luft. Jetzt. Na gut, also bis jetzt bin ich schon. Bis jetzt bin ich ohne Ertrinken rausgekommen. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. So, ich will. Ja, nee, nicht hier Luftblase. Mann, die Luftblase hält mich auf. Ich will da hoch. Und. So. So, nehme ich die nochmal mit. Oh, 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 oh. Nein, nein, nicht wieder nach oben. Da bin ich doch gerade erst hergekommen. Okay. Jetzt langsam wieder vorbei oder schnell, damit ich hier nicht von der Kugel da zerschlagen werde. Das wäre ein bisschen ungünstig. Dididim. Ja. Gut, aber ich muss sagen, die Luftblasen sind noch relativ großzügig. Also wenn man die alle mitnimmt, dann ist man eigentlich ganz gut ausgerüstet, würde ich mal sagen. So. Ey, das Ding ist auch schnell. Oh. Wow. Ja, der muss ja wirklich die Zeit richtig abpassen. Das ist gar nicht so einfach. Obwohl, wenn ich hier stehen bleibe, sollte mir eigentlich nichts passieren, ne? So. Ach, Luft. Schön. Ich kann mich wieder schnell bewegen. Das ist auch so ein. Ja, das ist erstmal so eine Umstellung, ne? Und ich wurde aufgespießt. Ich dachte, es reicht, wenn ich mich bücke, aber. Scheinbar nicht. Wir dürfen den Spaß nochmal von vorne machen. Yay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte wirklich, ja, Platz reicht nur aus, aber. Das läuft so wunderbar. Naja, gut. So schnell durch hier. Mal sehen, ob wir mit 50 Ringen mindestens das Level beenden können. Das wäre immer sehr erfreulich, aber ich glaube fast gar nicht dran, muss ich sagen. Schön wär's ja, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Ich verliere irgendwie in letzter Zeit zu viele Ringe, muss ich sagen. Ne? Da ist das Ergebnis nicht so zufriedenstellend. Warum sind da Stacheln? Warum? So, komm. Natürlich, ich kriege wieder keinen einzigen ab hier. So. So hier, ja, daran erinnere ich mich, da war ich ja gerade. So. Das Ding möchte ich mir natürlich noch holen hier, ne? Das sind die Ringe. Verzehnfachen, das wäre schön. Na komm schon. Bin fort mit dir, Blase. So, jetzt bräuchte ich eine. Jetzt bräuchte ich eine, glaube ich. Sonst wird's knapp. Nee. Ach, irgendwie, so also, die Zeit ist, ich weiß gar nicht, sonst kam mir der Abstand dazu mal viel kürzer vor irgendwie, aber gerade geht's eigentlich. Also ist alles sehr großzügig verteilt.
Vielleicht wird das in den nächsten Level noch ein bisschen schlimmer. Wer weiß das schon. So, ganz langsam. Ganz langsam, kein Stress hier. Nicht übermütig werden. So, und jetzt schnell raus. Ich sagte schnell raus, ich habe die Springtaste gedrückt und... Ach komm. Gebt mir noch den einen Ring wenigstens hier. Meine Güte. Meine Güte, meine Güte. So. Nochmal und... Nochmal. Das ist aber knapp im Messen hier. So, ich würde aber gerne schon mal da hochkommen. Mal sehen, was jetzt hier passiert. Wahrscheinlich öffnet sich genau die Tür, die ich brauche. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ach ja, Sonic und Unterwasserlevel, das ist immer eine reinste Freude. Gibt auch in jedem Sonic-Teil, glaube ich. Also, zumindest kann ich mich an keinen Sonic-Teil erinnern, wo es kein Unterwasserlevel gibt. Ja, die gehören halt dazu. Genauso wie die Green Hill Zone gehört auch eine Unterwasserzone dazu. Und da muss es auch noch ein Labyrinth sein, obwohl es ist gerade relativ linear. Und die Dinger hasse ich. An die kann ich mich noch erinnern, den kann man so schlecht ausweichen. Sperren da. Naja, gut. Es geht. Es hält sich in Grenzen. Oh. Wasser senkt sich. Sehr schön. So, das kann gerne so bleiben. Ah, ne. Oder das ist jetzt das Gimmick, dass es immer hoch und runter geht. Nee, scheint jetzt gerade so zu bleiben. Aber das sieht. Okay, das kommt. Das steigt wieder, oder? Ja. Ich dachte schon, sonst komme ich ja gar nicht hoch. So, jetzt wollen wir auf den Korken springen. Auf den Korken. Korki. Ja, ne? Haut ja hin. Also, schön ist, man kann ja wenigstens sich schön langsam bewegen. Oh, was ist denn das für ein... Was ist das für ein wütender Ball? Den wollen wir nicht zu nahe treten. Jetzt wird noch Lava gespuckt. Aber. Ich soll. Alter, komm! Der letzte Moment hier. Ich verliere alle meine Ringe. Ja, toll, jetzt brauche ich die auch nicht mehr. Also, jetzt ist ja. So, Luft. Nehme ich mit. Schön, dass es mir noch entgegenfliegt hier. Kann ich gerne aufnehmen. So, da ist doch noch was, oder? Ist hier noch was? Komm schon. Ja, doch, da geht's um die Wand. Ich hab's doch gemerkt, oder? Hä? Ich dachte, da ging es in die Wand, ne? Okay, dann habe ich mich da getäuscht. Das sah für mich gerade so aus, als ob ich da irgendwie durchkommen könnte. Yay, schon wieder kein Bonuslevel. Naja. Ich komme nicht so gut durch, wie ich es mir wünsche, muss ich sagen. Aber, ich meine, ich komme durch, ne? Aber nicht so gut, wie ich es mir vorstelle. So, jetzt gibt es ja die Wasserrutschbahn. Ja, ich erinnere mich doch. I remember. So, Luft trotzdem. Trotzdem Luft. Oder nicht, komm. Egal. So, Luft irgendwo, irgendwer. Mehr ertrinken kann ich immer noch, ne? Nur weil ich jetzt hier unbesiegbar bin, heißt das nicht, dass ich nicht anfällig bin für. Ja. Für Wasser in den Lungen. Was wir ja vermeiden wollen, aber. So. Ach komm, das Ding habe ich gesehen, ey. Weißt du, da freue ich mich über, dass ich so viele Ringe sammle und dann sowas, ja. Geht alles viel zu schnell. Da haben wir schon wieder alle verloren. Oh oh. Ich meine, die Musik, ey, meine Güte. Spock fürs Leben, hä? Nein, ich wollte Luft holen. Dann jetzt, bitte jetzt, sofort, komm. So, jetzt vorsichtig. Dass ich wenigstens das Schutzschild mir hiermit aneigne. Und jetzt kann ich ja schön wieder. An Land gehen. Ja, da ist alles ein bisschen einfacher hier. Aber jetzt gerade habe ich irgendwie ganz komisch gehangen hier, aber hat funktioniert, oder? Aber ich habe auch wieder fast an die Stacheln gesprungen, ne?
Na komm, nimm. Gut. Ne, wir nehmen mit, was wir mitnehmen können. Da, guck mal hier, sehr schön. Wunderbar. Da haben wir sogar noch einen Ring. Ein Ring vor Doppler, ne? Oder ist ja kein vor Doppler. Das wäre viel zu einfach. Stell dir mal vor, man hätte 50 Ringe. Hätte man plötzlich einfach die vollen 100 Ringe voll. Aber, so einfach wird es uns dann doch nicht gemacht. So, wo gehe ich lang? Links, rechts oder unten? Ich gehe. Na gut. Ich muss eh unten lang, aber. Unbesiegbarkeit. Wird das schon alles einfacher sein, oder? Wenn ich die Ringe jetzt verliere, ey. Fast 60 Ringe. Ich baue Luft. Trotzdem. Ja, schade, dass diese Unbesiegbarkeit immer so plötzlich verschwindet. Da kann es mal sein, dass man aussehen noch so mit gutem Gewissen in den Gegner rennt und dann plötzlich alles verliert, was man hat, ne? Man irgendwie noch erwartet, dass es doch noch eine Sekunde länger geht, aber doch nicht. Was ist das denn jetzt hier? Ja, das war jetzt ja hier, ne? Ganz schön frecher, muss man ehrlich mal sagen. So. Einfach langsam nach oben. So, und jetzt. Nein, ich hab's doch gesagt. Ach, komm, ey. Das Spiel leckt unglaublich. Das ist übrigens gerade nicht mein PC. Das ist gerade wahrscheinlich hier der Dings hier. Emulator von Sega Mega Drive Collection auf Steam. Der ist gerade irgendwie ein bisschen gehakt. Luft. Oh Gott. Das geht dann immer durch Mark und Bein. Ich sag's euch, ne? Ach komm! Was ist das denn? Ich sehe, was das ist, aber komm schon. Also das war jetzt hier irgendwas. Was jetzt? Oh Gott, der hat Konzentration. Jetzt nicht sinnlos ihr Leben verlieren. Meine Güte, was war denn das jetzt plötzlich? Da passt mal eine Sekunde nicht auf und dann ist schon alles im Arsch eigentlich, ne? Ach. Ja, super. Ich weiß gar nicht mal, ob ich Continuous habe. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe unendlich viele Continuous. Höchstwahrscheinlich nicht. Irgendwann ist immer Schluss mit Continuous, ne? Das wäre natürlich ärgerlich, wenn ich alles nochmal machen müsste hier. Give me a bubble, please. Thank you. Und weiter. Oh, jetzt kommt der Typ wieder mit seinen Stacheln. Springen, einfach immer springen. Keine große Zeit lassen zwischen den Springen. Ah, das ist auch so eine Sache, ne? Wenn man die Luft einatmet, dann ist man in kurzer Zeit auch verwundbar, weil man dann nicht in den. Ja, weil man dann sozusagen sich nicht in den Stachelball begibt, ja? In die Stachelballposition. Das kann also sehr ungünstig werden. So, hast du es? So, bam, ja. Gebt mir ein paar Ringe. So, und jetzt vorsichtig sein, da oben sind die Stacheln. Also, Shake konnte ich gar nicht reagieren. Das war irgendwie sofort erschienen am Bildschirm. Aber da, wo diese Flaschenzüge sich kreuzen, wird's gefährlich. Schnell raus, raus, raus! Luft! 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 Oh Gott! Das war, weil ich immer wieder von dem anderen Aufzug irgendwie weggeschoben wurde. Das war jetzt gerade ein bisschen sehr gefährlich. Oh, Level vorbei, schön. Dann hoffen wir, dass wir das letzte Level jetzt schaffen, ohne. Ja, ohne dass wir verlieren. Sonst müssen wir meines Erachtens nach die komplette Labyrinth-Zone nochmal machen. Labyrinth. Labyrinth. So, gucken wir mal, was uns hier Schönes erwartet. Ein bisschen Wasserrutschbahn-Action. Ich glaube aber, das ist ein unendlicher Loop. Ich glaube, an der einen Stelle muss ich abspringen. Nämlich da genau.
Aber wie soll ich das schaffen? Wahrscheinlich muss ich hier aufs Fock, ne? Und dann irgendwie so... Naja, weil es geht ja nicht, ne? Ich kann ja... Es sei denn... Ich drücke... Ja, du, wenn ich... Oh, jetzt doch. Wenn ich rückwärts drücke, dann... geht das ein bisschen besser. Dann habe ich etwas mehr Aufschwung. Und jetzt geht's... Ah, sieh mal an. Jetzt geht's hier durch. So, wunderschön. Ich habe irgendwie in Erinnerung, der Robotnik-Kampf hier war auch ganz schlimm. Also ich meine, ich möchte euch ja nicht demotivieren, aber es ist halt wirklich... Ah ja, ich glaube, ich weiß wieder, was es war. Hm, ja. Ja, okay. Wir bleiben mal motiviert, ne? Also, wird schon irgendwie klappen. So, immer schön Luftblasen mitnehmen hier. So, oh Gott. Geht's hier lang? Ich hoffe, hier gibt's auch irgendwo einen Boden. Gut. Dass ich irgendwo nichts lande, das wäre natürlich ein bisschen ungünstig. So. Ja, wir kommen noch voran. War komisch, dass die Roboter hier unter Wasser auch nicht anfangen zu rosten. Aber... Ah ja, sieh mal an. Jetzt können wir uns auch an den Stangen festhalten. Also wir müssen das natürlich ein bisschen navigieren und uns nicht in die Stacheln reinfallen lassen. Das wäre etwas sehr ungünstig. Luft, 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 Luft. Luft. Oh Gott, ey. Das ist immer... Oh. Ich krieg da einen halben Herzkasper dabei. Ich sag's euch, ne? So, na komm. Come on. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Da ist ja schon die nächste Blase, die ich mir einverleiten kann. Weißt du was, ich ignoriere jetzt den Lutschi da unten. Also ganz ehrlich, das ist mir jetzt so anstrengend hier. Mehr Luft. Ja. So, Robotnik. Wie sieht's aus mit uns beiden? Ich hoffe, die Dinger kommen nochmal mit nach unten. Und nun? Hallo? Was war das denn? Die müssen nochmal wieder nach unten kommen. Und nun habe ich jetzt das Spiel gecrashed oder was ist los? Verstehe ich nicht. Oh Gott. Jetzt wird das alles normal machen. Okay, es ist wirklich zeitabhängig. Ja gut, das wusste ich ja in dem Moment nicht. Bin ich zu langsam? Oder... Komme ich noch weiter? Ja, doch, gut. Ich dachte, das steigt jetzt immer weiter. Aber wahrscheinlich wird es immer weiter steigen. Das ist jetzt nur mal eine kurze... Erholungspause. Oder? Nee, zum Glück nicht. Gut, da haben wir es auch geschafft. Ich meine, haben wir Glück gehabt, dass das nochmal rückgängig zu machen war, ne? Das hätte auch ganz anders ausgehen können. So, jetzt hier. Schutzschild heißt wahrscheinlich Robotnik ist. Kommt jetzt hier, ne? Okay, jetzt muss ich mich beeilen. Beeilung heißt eigentlich schnell, aber das ist schwer, wenn überall irgendwelche Projektile oder Speere oder sonstiges... ungünstig, 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 ungünstig. Oh. Das war's. Oh, gut. Oh, das war knapp. Also, das hätte jetzt auch böse ausgehen können. Bin ich mal ganz ehrlich, ne? Gut, Leute. Labyrinthzone geschafft. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.